Christoph Mörgeli, herzlich willkommen im Profitip Drive. Danke vielmals. Wir machen ein kleines Führchen durch Zürich mit unserer schönen Limousine. Das Wasser steht bereit. Was dann Fragen? Was jetzt nicht alles beantworten, aber ich hoffe es natürlich, dass wir ein gutes Gespräch werden führen. Christoph, du kannst auf eine erfolgreiche Karriere zurückschauen. Ex-Nationalrat, Konservator vom Medizinischen Museum der Uni Zürich. Dann hat es einen kleinen Skandal gegeben, sagen wir es mal so. Und jetzt wissenschaftliche und redaktionelle Mitarbeiter bei der Weltwoche. Wie lebt es sich heute so? Was ist doch möglich? Es lebt sich sehr gut. Es ist natürlich ein ruhiger geworden um mich. Und das ist aber auch sehr angenehm. Also das heisst, du, wegen dem Skandal, Mörgeli-Affäre, was hast du daraus mitgenommen, gelernt vielleicht? Ja, ich bin natürlich schon enttäuscht gewesen, dass ich nach 27,5-jähriger Tätigkeit bei der Uni mit viel Erfolg einfach aus politischen Gründen abgetischt worden ist. Bin aber auch zufrieden gewesen über das Urteil vom Gericht am Schluss, dass mich keinerlei Schuld trifft und dass er mich zu Unrecht entlassen hat. Und mit dem kann ich jetzt leben. Mit dem kannst du leben, ist natürlich, du stehst in der Öffentlichkeit, jeder macht ja irgendwo mal Fehler, jeder Mensch. Bei dir ist natürlich gerade, oder? Die Augen sind auf dir gewesen. Machst du gewisse Sachen jetzt anders? Überleiter vielleicht? Das glaube ich schon. Das ist ja natürlich auch eine Frage vom Alter und von der Erfahrung. Jetzt bin ich bereits 58 und da geht man nicht mehr gleich drauf los wie ein 30-Jähriger. Wie bist du eigentlich zu der Weltwoche gekommen? Zu der Weltwoche bin ich natürlich schon sehr früh gekommen, weil sie hat mich einmal angefragt, ob ich zusammen mit dem Herrn Bodemann eine Kolumne mache. Das war, glaube ich, schon 2004 gewesen. Oder noch früher. Ich weiß es nicht einmal genau mehr. Aber auf alle Fälle war das der Anfang gewesen. Aber deine Parteikollegen haben da noch schon ein bisschen die Finger im Spiel gehabt, dass jetzt dort mehr involviert bist, schlussendlich. Das weiss ich nicht. Ach komm, das weisst doch du. Ich habe eine Anfrage bekommen. Also nein, Parteikollegen sind das nicht gewesen. Es war der Roger Köppel und die Inlandredaktion, die mich gefragt hat, ob ich 60% für die Weltwoche. Hat überhaupt nichts zu tun mit der Weltwoche. Aber nein, er hat dich, ja, aber hat, es sind ja wir Familie. Nein, das ist nicht so. Ja! Nein. Ist nicht so, dass wir aber einfach aufeinander schauen. Deine Arbeit wird geschätzt bei der Weltwoche. Du machst es ja auch gut und trotzdem willst du jetzt zurück in den Nationalrat. Als SVP-Schwergewicht wollen sie wieder zurückkommen. Warum? Ob ich Schwergewicht bin, weiss ich nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen zugenommen in dieser Zeit. Hoffen aber auch nicht allzu viel. Ist Ihnen so gut gegangen? Ist mir schon gut gegangen, aber vor allem bin ich leider heute sehr verkältet. Aber da bin ich ja nicht der Einzige. Ich habe ein bisschen im Auge ein Problem. Ja. Aber wenn der Herr Beitschi ruft, dann stehe ich natürlich da. Warum? Ja, ich mache natürlich nicht nur die Weltwoche. Ich habe auch andere Mandate. Ich habe eine Firma selber. Aber ich glaube, die Schweiz ist heute in einem Zustand, wo ich etwas beitragen kann, dass es wieder besser wird. Was heisst das? Viel konkreter. Ich bin sehr unzufrieden über das, was jetzt mit Europa läuft. Also, dass man den Bürgerinnen und Bürgern Stimmrecht wegnehmen will, mit dem Rahmenvertrag. Ich finde es unerträglich, wie die Massenzuwanderung weitergeht. Wir gehen auf eine 10 Millionen Schweiz. Und dann die Klimahysterie, der kann ich auch nichts abgewöhnen, weil das geht auf Kosten von unseren Arbeitsplätzen. Aber das Klima, du hast selber mal gesagt, ein paar SVPler eben, gehen jetzt vielleicht auf das Klima ein. Du sagst, die SVP muss parteitreu bleiben. Warum denn? Warum sollte man nicht mit der Zeit mitgehen? Irgendwie Veränderung ist doch auch mal gut. Ja, wenn der Zeitgeist gut wäre und wenn er in die richtige Richtung käme und auf der Lebenswirklichkeit basieren würde, wäre das gut. Aber im Moment läuft das Klima so aus dem Ruder und hat so nichts zu tun mit der Wirklichkeit, dass wir es bekämpfen müssen. Aber ein paar von deinen Parteikollegen sehen das anders. Ich höre da nicht grosse Stimmen. Da musst du mehr gehört haben. Also ich glaube, wir sind alle der Meinung, es ist wieder so eine Hysterie wie beim Waldsterben in den 80er Jahren. Und dort sind wir ja dann reingefahren und haben gesagt, so geht es nicht. Wir haben recht gehabt. Und jetzt trittst du an. Meinst du, hast wirklich noch eine Chance? Das ist nach sehr dem Ganzen, schwer. Was passiert? Das ist sicher sehr schwer. Also die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht über 50%. Aber es ist ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Und wenn mich die Partei dann auch nominiert, dann stehe ich dafür. Aber du sagst es ja selber, es ist sehr schwer. Ich meine, man tritt doch nicht an, um gewählt werden und denkt schon, ja, meine Chancen sind nicht gut. Das sage ich nicht so. Meine Chancen sind nicht gut. Ich sage aber, es ist anspruchsvoll. Und man darf es nicht unterschätzen.
weil so eine Abwahl ist mal passiert. Und ich kann jetzt aber vielleicht sagen, dass die Leute das neu beurteilen und sehen, Christoph Mürgeli kann noch etwas bewegen. Aber vielleicht bist du eigentlich ein Zugpferdli noch. Das weiss ich nicht. Ich wäre es natürlich gern. Das ist besser als der Bremsklotz. Das letzte Mal bin ich leider eben nicht das Zugpferd gewesen, wie ich das gern gewesen wäre. Aber zum Glück haben wir hier andere Zugpferde gehabt, zum Beispiel der Roger Köppel. Ja, auch er ist schon wieder dabei. Jawohl. Und wie gesagt, vielleicht braucht es einfach die grossen Namen. Ich weiß nicht, ob ich ein grosser Name bin. Es gibt sicher ganz viel grössere Namen. Aber man weiss, dass ich Linien hebe, dass ich konsequent politisiere, dass ich nicht heuchle und dass ich die Wahrheit sage. So glaube ich. Straight. Ist es. Ja. Was machst du denn in der Freizeit? Wo trifft man dich an? Ja, die Freizeit ist natürlich nicht riesig und in der Freizeit bin ich sehr gerne im kleinen Kreis. Ich lese, ich Bücher konsumiere, Hörbücher lese ich sehr gerne und höre es vor. Was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Thomas Mann ist ein grossartiger Autor, Theodor Fontane im 19. Jahrhundert, fasziniert. Gerade so in dem Fall, gerade so. Ich habe Leute erzählen können. Ich höre aber auch sehr gerne Musik. Aber das machst du vorwiegend zuhause? Vorwiegend zuhause. Oder was? Im Auto, wenn ich mich fortbewege, das ist auch interessant. Golfen zum Beispiel, tust du nicht? Jesus Gott, nein, bin ich der Golfer. Ja, hey, es könnte sein, es könnte sein. Ich gehöre zum ganz normalen Mittelstand, zum werktätigen Volk und das sind doch die meisten, die nicht golfen. Wie sieht es aus? Aber wo trifft man dich an? Also, weißt, du musst doch irgendein Lieblingslokal haben, ein Lieblingsbody hier in Zürich. Irgendetwas musst du doch draussen machen. Ich mache schon etwas draussen, aber das ist meistens, wenn es schön Wetter ist, dass ich auf dem Liegestuhl liege bei mir zuhause und eben etwas höre oder etwas. Bist du ein heimeliger Mensch? Ich bin ein heimeliger Mensch, eindeutig. Was ist, wenn du auf deine Karriere zurückschauen könntest? Was würdest du anders machen? Wenn ich zurückschaue, dann würde ich wieder den gleichen Beruf ergreifen. Ich war sehr gerne Historiker, ich war sehr gerne an der Universität. Ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr vorsehen, was da politisch an Intrigen ablaufen kann. Auch so an einem Ort, wo man das Gefühl hat, es seien viele gescheite Leute beieinander. Die gescheiden sind manchmal charakterlich nicht die Besten. Willst du ein Beispiel bringen? Nein, das ist ein Beispiel zu bringen. Und das lassen wir jetzt vor. Vorstellungsvermögen in dem Fall. Eine Frage habe ich noch. Ich habe gehört, du färbst deine Haare. Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe graue Haare. Jetzt sehe ich deine Haare. Jetzt sehe ich deine graue Haare. Stimmt das nicht? Ich habe nicht mehr so viel Haare und ich habe auch graue Haare. Und das ist halt leider das Schicksal. Kann man das auf dem Tisch? Also du färbst deine Haare nicht? Hast du nie gefärbt? Ich vergessen. Ich wüsste einmal nicht, was da jetzt könnte färben. Also ich finde es nicht schlimm. Es ist einfach eine Frage. Das gehört mir. Nein, ich habe graue Haare. Leider. Ja, das ist nicht leider, das sagt glaube jeder, ich kann es auch schon. Nein, wo mal, eben, die sind nicht kaschiert, sicher, verstehst du? Ja. Hey, herzlichen Dank, danke, bist du da gewesen. Wir sind schon wieder da am Hechtplatz und ich wünsche dir natürlich alles Gute und vielleicht ja. Mit dem Roger haben wir übrigens einen Deal gemacht, dass er das erste Interview wird geben, falls er es schafft, gewählt werden. Oder falls es dann sogar mal im Bundesrat wird schaffen, können wir den Deal mit dir auch machen. Gewählt wirst oder nicht gewählt wirst. Also das mit dem Bundesrat könnt ihr euch sicher abschminken. Und ob ich gewählt werde oder nicht, ja, komm, so ganz spontan. Kommst du wieder? Ich mache es. Sehr gerne. Danke vielmals und alles Gute. Merci, bist du da gewesen. Ciao miteinander.